Wer kennt die Sendung? Alle. Was kommt jetzt? Testessen. Genau. In 2,5 Stunden kommen 20 Personen. Und die werden euch testen. Stellt euch auf, macht es so wie immer. Gut, Kinder. Auf los geht's los. Ich bin gespannt. Bitte. Und jetzt? Und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Leute kommen. Weil du hast ja gesagt, sie kommen und bestellen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich Schluss davon Beruf. Ist es jetzt wirklich, dass die gleich kommen? Was ist los, Renate? Ja, na, ich wollte jetzt wissen, ob die wirklich kommen. Nee, meine Mutter kommt. Nein. Na, logisch kommen die. Prima. Habt ihr das verstanden jetzt? Ja, okay. Hol ich mein Trinken. Habt ihr das jetzt verstanden? Ja, ja. Habt ihr das verstanden, ja? Habt ihr das verstanden? Alles verstanden. Alle verstanden? Es ist natürlich jetzt überfordert. Weiß ja gar nicht, was die essen wollen. Und die kommen jetzt wirklich? Ja, die kommen wirklich. Yvonne, wenn du Kartoffeln gemacht hast, musst du vorne gucken, dass die Tische so einigermaßen sind. Christiane, würdest du mir einen Pilzrahmen machen? Pilzrahmen? Bei Soßen wird der Sternekoch neugierig. Ach, hier habt ihr euer Lager. Ja, hier ist unser Lager. Aha. Aber schon noch so viel Dosenkram hier und so, ne? Und Fertigkram, ne? Was haben wir denn hier? Ach, die gesammelten Werke. Die süßen Mädels, die wollten dich wohl auf den Arm nehmen. Köchin Christiane arbeitet normalerweise nur in der Frühschicht und ist seit 6 Jahren im Casino. Was bereitest du jetzt vor? Zwiebeln für die Pilzrahmsoße. Ja. Hat dir das einer gezeigt, wie man das macht? Oder machst du das so von der Frei nach Schnauze? Oder wie machst du das? Mach das so, wie wir es immer machen, weil wir haben gefrorene Champignons. Und warum nimmt er keine frischen? Weiß ich nicht, weil Chefin die zu teuer sind oder so. Ja, Renate hat mir gerade gesagt, dass sie immer alles frisch kocht. Und dann ist ja doch nicht immer alles so frisch, oder? Wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie und was gerade dann halt eben im Angebot ist. Frische Pilze waren augenscheinlich also nicht im Angebot. Schade. Aber wenigstens sind die Schnitzel frisch. Soll ja so sein, wie es bei uns abläuft. Wir machen das jetzt, was wir alles auf der Karte haben. Dass das wenigstens da ist, weil sie da von der Karte was essen wollen. Meine Schnitzel habe ich hier. Eier hat sie vorne liegen. Ja. Und du kannst dann, wie gesagt, du nach Hause. Christiane geht gleich nach Hause. Aber es geht erst, wenn die Soße fertig ist. Vorher lasse ich sie nicht weg. Köchin Christiane muss nach Hause. Wenn ihre Ablöse Mandy nicht bald kommt, sieht es schlecht aus mit dem Testessen. Bauleiter Willi ist auf Kollegenfang. Sie sind heute wichtige Testesser, denn das Casino verdient vor allem an den Handwerkern der Gegend. Dirk, Paula! Ach, Willi! Hallo, Willi! Na? War noch nicht wollt ihr mackern? Ja, sicher. Immer Yippie. Kennt ihr das Casino am Zeppelin Park, Starken? Ja. Ja, kennen wir. Wart ihr schon mal essen? Das nicht, nee. Nee, das noch nicht. Dann würde ich sagen, wir drehen da. Kommt heute Abend zum Testessen. Gerne. Alles klar. Alles klar. Uhr. Sehen wir uns da. Gut. Alles na denn. Bis denn, wa? Tschö. Bis heute Abend. Zurück im Casino. Während Servicekraft Yvonne alles schick macht, schaut sich Frank Rosin weiter um. Hast du was Thailändisches, ne? Was ist das für ein Foto hier? Muss ich vorsichtig sein. Hier ist das Glas. Ach, das ist aber schön. Was ist denn hier, Renate? Renate? Ja. Bist du da? Ja. Komm doch bitte mal. Ist das Mama und Papa? Das sind meine Eltern, ja. Ach, guck mal. Mein Papa ist zwar letztes Jahr verstorben, oh, aber da hatten wir eine Schulkantine gehabt. Ja. Mhm. Und da haben meine Eltern mitgeholfen. Oh. Die waren dann hier zu Besuch und haben mitgeholfen. War schon eine schöne Zeit. Ich habe die Schule auch gern gemacht. Ja? Ja, da konnte ich auch noch schmecken, da habe ich dann gekocht. Ja, ich habe durch einen Infekt habe ich meinen Geschmacksnerven und Geruchsnerven verloren. Ja, seit 6 Jahren kann ich eigentlich gar nichts mehr schmecken. Oh, Hasenbraten. Ja. Das ist furchtbar. Der Hasenbraten kann nicht mehr schmecken. Nee. Hm? Das ist, glaube ich, auch das Schlimmste, was ich eigentlich in meinem Leben bis jetzt so. Komm! Doch, es komm. Ist.
schrecklich. Trotz allem, warum läuft's nicht? Es ist einfach zu wenig. Wie viele Leute kommen? Von morgens um 6 bis mittags um 3 zu 50. 50? 50 Leute kommen, ja. 50 Gäste kommen? Das ist eine Menge, ja. Du hast hier 50 Peoples rumlaufen. Ja, aber nach und nach, ne? Ja, aber der eine holt sich dann nur einen Kaffee. Ja, aber ist doch egal. Ja. Du hast 50 Gäste hier. Ja. Und trotzdem reicht es ja nicht. Wer macht denn hier die Buchhaltung? Ich. Ich mache es nur so, wie mir der Steuerberater das gesagt hat. Ich trage das in das Buch ein und gebe ihm das. Zahlen sind für mich auch, da habe ich gar nichts mit am Hut. Eins ist doch hier schon mal sonnenklar. Du musst kalkulieren. Ja. Und zu einem richtigen Preis die Sachen verkaufen. Ja. Der Handwerker, der da vorne steht, der will in der Stunde auch sein Geld haben. Mhm. Wenn du denen das genauso erzählst, versteht dich jeder. Ja, aber ob er dann das nächste Mal wiederkommt, weiß ich auch nicht. Ja, was nutzt dir denn ein Geschäft, was kein Geschäft ist? Ja, das ist richtig. Apropos Finanzen, hast du einen Steuerberater oder was? Ja, habe ich. Mit dem musste ich mich mal unterhalten. Mhm. Gut. Gut. Ich bin froh, dass du da bist. Ja. Ich bin auch froh, dass ich da bin. Komm, jetzt gucken wir, was die Tester gleich machen, okay? Okay. Wenn Frank sagt, ja, wir können hier was draus machen, wir machen das wieder hoch und dann soll das so sein. Und jetzt bist du auch da, Gott sei Dank. Endlich Verstärkung. Tochter Alexandra und Köchin Mandy. Du auch. Ja. Gut. Schön, dass ihr da seid. Und, alles okay? Alles okay. Was soll man machen? Jetzt? Ja. Ihr habt ja gar nichts gesagt. Ja, was soll man denn sagen? Er war einfach hier gestanden und jetzt müssen wir kochen. Dann werden wir mal uns umziehen. Okay. Gut. Testessen gerettet. So, jetzt gucke ich mal die Speisenkarte an. Ja, alle reden über das Essen. Ich will mal gucken, was drinsteht. Also Aussehen ist ja erstmal nix. Ne? Die Speisenkarte ist die Visitenkarte des Restaurants. Hier haben wir zum Beispiel Bulette mit Spiegelei und Beilage. 4,80 Euro. Aber das Schnitzel, ja, mit Pilzrahmensoße kostet 6,50 Euro. 1,70 Euro mehr. Da sehe ich doch schon, da wird gar nicht gerechnet. Und genau das ist das Problem. Das, was der Renate fehlt, das sind diese 40 bis 60 Cent, die sie sich immer verkalkuliert. Sehe ich jetzt gerade erstmal Currywurst und dann kommt Brötchen, Marmelade, Butter. Also überhaupt keine Struktur. Es ist eine Kantine. Es ist ein Kiosk-Restaurant. Ein Tante-Emma-Restaurant. Wie auch immer. Aber auch hier muss man etwas professionell sein. Und darum kümmern wir uns. Doch zuerst wird sich um die Testesser gekümmert. Ihr Eindruck zählt. Hallo. Hallo. Bitte schön. Auf einen Tisch für 4 Personen. Wir bestellen erstmal hier. Können Sie die Bestellung entgegen? Ich nehme Ihre Bestellung entgegen und dann bringen wir Ihnen das Essen dann am Tisch. Ach so. Gut. Also ich möchte die sulzende Bratkartoffel. Mhm. Besteck haben wir dann da drüben, ja? Können Sie sich dann mit am Tisch nehmen? Das Essen bringen wir Ihnen dann. Wie? Was? Wo? Sternekoch und Testesser sehen nicht happy aus. Also ich würde hier eine Bedienung erwarten. Weil es steht ja nichts dran, dass Selbstbedienung ist. Und deswegen setzt man sich zuerst gleich am Tisch und wartet, dass jemand kommt. Dafür kommen Bauleiter Willi und Kollegen. Willi ist zwar mit, darf aber als Teammitglied nicht bewerten. Also mein erster Eindruck ist, ich dachte, da oben sind Wasserflecken, dieses Blaue, aber das sind Wolken. Recht schmuddelig wirkt das und... Mein erster Gedanke war, ich will hier nicht rein. Und eine Grundreinigung. Eine Stühle ein bisschen nachziehen, dann sie nicht mehr so schaukeln und dann... Einer ist hier auch etwas. Frank Rosin schnappt sich die beiden Urlauberinnen. Er will sie besser kennenlernen. Hi. Hi. Ich bin der Frank. Ich bin die Alexandra. Alexandra, bist du die Köchin? Nein. Du bist? Ich bin hier eigentlich das Mädchen für alles. Das Mädchen für alles? Tochter von der Chefin. Ja, war schön, dass wir uns kennenlernen. Hi. Hallo. Oh, meine Güte. Ja, meine Güte. Oh, du bist die Köchin. Ja, und meine Freundin? Köchin Mandy und Tochter Alexandra sind dicke Freunde geworden. Vor allem, weil sie ähnliche Ansichten haben. Also Christiane und Renate, die sind halt dieses Alteingefahrene. Und Alexandra und Icke, wir versuchen wirklich frischen Wirbel hier reinzukriegen. Mandy ist ziemlich neu noch hier, bringt aber einen sehr frischen Wind hier rein. Hoffe, dass er lange bleibt. Und wie lange bist du schon hier? Seit einem Vierteljahr jetzt.
Vierteljahr? Ja, seit einem Vierteljahr. War das hier für eine Wurst reingehauen? Ja, das ist unsere Currywurst halt. Und die wird klein geschnitten und dann hier reingeschmissen? Genau. Das ist aber auch eine Zubereitung vom Mann im Mond, wa? Ja, eigentlich schon. Also, es sind nicht die Original-Currywürste. Und das in Berlin, der Hochburg der Currywurst. Mhm. Obwohl sie nicht selber kocht, hat Chefin Renate den Kochlöffel hier fest in der Hand. Mandy würde dagegen gerne auch mal frischer kochen. Was bedeutet denn frische Küche überhaupt für euch? Also für mich bedeutet das eigentlich wirklich, Schnitzel ist frisch. Das wird frisch gemacht. Soßen werden frisch gemacht. Jus wird zum Beispiel angesetzt. Ich würde gerne mal eine Brühe zum Beispiel ansetzen, wenn wir sowas haben. Bis jetzt überwiegt eindeutig die nicht frische Küche. Aber noch ist der Sternekoch lediglich Beobachter. So, was geht jetzt? Jetzt habe ich hier Pommes, Currywurst, Hamburger. Vergiss da deine Dings nicht. Guck mal, das qualmt. Ach, die falsche wieder. Ja. Und deine Bratkartoffeln nicht so schwarz. Die Chefin kontrolliert alles. Was sagen die Testesser zur Currywurst à la Renate? Als Berliner ist man natürlich schon Currywurst-Experte. Und das ist auch keine typische Currywurst. Also vom Wurstgeschmack mag ich keine typische Currywurst. Absolut nicht. Die ist einfach zu stramm, zu fest, zu lange gebraten. Und der Ketchup ist dermaßen scharf. Renate lässt ihre Köchin Mandy nicht aus den Augen. Hast du da Öl drin oder Butter? Ich hab Öl drin. Ja, du weißt, dass ich das nicht mag. Ja. Das Schnitzel hier ist schon durch. Ne? Nichts kann Mandy der Chefin recht machen. Also macht die es lieber selber. Das ist nicht schön, das weiß ich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mandy, weißt du Mandy? Ja, immer noch, danke. Ist das immer so? Ja, wenn sie dabei ist, ist es immer so. Wie hältst du denn das aus? Ja, ich gehe hier mit einem guten Gewissen raus. Ich versuche trotzdem, meine Arbeit weiterhin zu machen. Ist nicht so einfach, aber es funktioniert irgendwie. Was heißt denn irgendwie? Na ja, ich nehme sie hin. Was soll ich machen? Sie ist meine Chefin. So ist sie halt. Ne? Weil dann geht's ihr wieder, dann bin ich ihr zu schnell, dann kommt sie nicht hinterher. Und dann wird halt dann zu viele Leute. Es geht nicht. Du kannst nicht zu zweit oder zu dritt dahinterstehen. Da macht mich, das geht nicht. Die Frage ist, leidet die Essensqualität unter dem Küchenchaos? Warum hast du die Uffi essen? Denn die schmeckt gerade. Ich konnte nicht mehr essen, weil das so voller Fett ist. Und es schmeckt komisch. Altes Fett. Mir ist schon schlecht geworden. Ich konnte nicht weiter essen. Nun darf auch der Sternekoch ran. Er probiert die Highlights von der Speisekarte. Schnitzel mit der Champignon-Rahmsoße, die heute gekocht wurde, und Bratkartoffeln. Probier als erstes die Bratkartoffeln. Ja. Und im Grunde genommen sind das triefige, fettige Kartoffelscheiben. Weich, latschig, nicht gut. Das ist ein völlig übergartes Schweineschnitzel, auch fetttriefig. Und ihr merkt, meine Laune ist auch nicht die beste gerade. So, Currywurst. Ehrlich? Einfach eine Fritteuse an Scheiben, harte Haut. Currywurst ist ein Witz für Berlin. Der krönende Abschluss, Sahnehering. Das ist auf jeden Fall ein Fertigprodukt, also vom allerbilligsten. Und ich sage euch, die Atmosphäre, die ich gerade in der Küche erlebt habe, die spiegelt sich auf den Tellern hier wieder. Die Testesser scheinen etwas zu vermissen. Habt ihr irgendwas Nachtischmäßiges? Wir haben noch Vanillepudding, haben wir da. Apfelmus haben wir auch noch. Apfelmus? Ja. Dann nehme ich Vanillepudding mit Apfelmus. Ja, okay. Mandy zaubert das Dessert. Begeisterung beim Sternekoch.
Mega, Schokopudding ist da. Mann, ist ja mein Glückstag. Der Schokopudding ist da. Komm, wir machen ihn zusammen, komm, wir beide. Komm, kannst du mal sagen, ich habe gerade mit dem Rose gekocht. Komm, 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 wir kochen jetzt. Oh, Wahnsinn. Geil. Wenn du jetzt kochen wir gerade. Ich habe mein Dessert. Ist das nicht mega? Feinste Schokocreme. Mmh. Aus der Tüte. Das ist ein Grund, hier hinzukommen. Hm? Begeisterung auch bei den Testessern. Also ich esse hier gerade Vanillepudding mit Vanillensoße. Apfelmus kann man nicht viel falsch machen. Aber tja, das schmeckt nicht mehr süß, es schmeckt nach gar nichts. So, Willi. Du, Frank, ja. Ich muss los. Ich hab einen privaten Termin. Rufst mich an, wie es dir ausgegangen ist. Wir checken die Lage, gucken, was wir machen müssen und dann melde ich mich bei dir. Alles klar. Alles klar? Na klar. Tschüss. Ja, guten Abend, liebe Testesser. Schön, dass ihr da seid und mithelft. Ich werde euch jetzt die Karten verteilen. Die habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen. Bei Rosins Restaurant ist nur heute etwas anders, weil wir nicht in einem Restaurant sind, sondern in einem kantinenähnlichen Gastronomiegebilde. Wir haben folgende Bewertungspunkte. Und zwar haben wir Speisenangebot, Geschmack, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Für die Testesser heißt es nun bewerten. Und zwar ehrlich. Denn nur eine ehrliche Einschätzung hilft Frank Rosin und dem Casino-Team. Den Sternekoch interessieren Details. Er fragt genauer nach. Service 0 Punkte. Die Dame ist mit zwei Flaschen unterm Arm hierher. Nicht mal ein Tablett. Hier sieht die Flaschen unter dem Arm. Der Service scheint nicht gut anzukommen. Wie sieht es bei anderen Punkten aus? Preis-Leistungs-Verhältnis 8 Punkte. Warum? Ja. Erklär mir das mal. Also für so eine Portion, wie hier drauf ist. Ja. Und dann für diese Preise. Ist schon toll. Was ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich empfehle der Gastronomin hier, alles 40 Cent zu erhöhen? Das ist total richtig. Bei so einer Kalkulation hier würden sie ja mitunter noch Geld zugeben. Dankeschön. Das Team weiß noch nicht, wie die Testesser urteilen. Sichtlich erschöpft erwartet es den Sternekoch. Es war sehr anstrengend heute, aber trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich gehe das jetzt auswerten und wir machen morgen weiter. Okay? Alexandra, wir sprechen draußen noch mal. Einmal ganz kurz, bevor ich gehe. Gut. Komm, meine Liebe. Ciao. Tschüss. Der Sternekoch will noch Tochter Alexandra etwas besser kennenlernen. Wie lange machst du das hier schon? Wie lange hilfst du schon mit? Ich bin bei meiner Mutter schon seit über 20 Jahren. Und wie ist das Verhältnis? Wir reiben uns ziemlich oft. Sie lässt sich einfach nicht reinreden. Sie will es einfach nicht, also mal auch von mir was annehmen. Sie hat Angst, dass sie nicht mehr gebraucht wird, dass ich den Laden jetzt haben möchte, das Casino. Und dass sie dann abgeschoben wird, davor hat sie Angst. Aber als ich sie in der Küche gesehen habe, habe ich mich erschrocken. Da war ein, also nett gesagt, ein Diktator, der am Ofen steht. Du musst jetzt das machen. Und jetzt musst du das machen. Ja, so ist es aber immer. Habt ihr denn schon mal miteinander gesprochen? Ich bitte die ganze Zeit um ein Gespräch, aber es ist auch dem Team momentan die Schwierigkeit, dass man die dann zusammenfindet. Dann werden wir das organisieren, okay? Okay. Alles klar? Tschüss. Danke. Tschüss. Was soll ich sagen? Wundervolle Menschen, die in einem totalen Chaos einen Job machen, den sie nicht beherrschen. Und dann kommt noch dieser Generationskonflikt dazu, zwischen Mutter und Tochter. Hier brodelt's richtig. Und nicht nur im Topf.